Buonasera a tutti, herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Ich bin Jannika Gellinek und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich den Weg hierher gefunden haben. È un grande piacere. Es wird Sie etwas überraschen zu hören, dass der Keim dieser Veranstaltung bei Emilio Lussu liegt, der italienische Antifaschist und Autor, der vor 100 Jahren den Mussolinis Marsch auf Rom beschrieben hat in einem wunderbaren Buch. Und dafür wollte ich gern so eine richtig tolle Veranstaltung machen angesichts des Regimes in Italien. Und ich habe die Übersetzerin Verena von Koskul aus meinem italienischen Verteiler angehauen und habe gesagt, wen kann ich fragen für diese Veranstaltung? Und ihre Antwort war ganz eindeutig, Vincenzo Latronico. Das habe ich dann gemacht. Und Vincenzo hat gesagt, ja, nein, er selber möchte nicht auf die Bühne, sein Deutsch ist nicht so gut, hat mich aber, ich glaube, mit der gesamten sardischen Community Berlins in Kontakt gebracht. Und da hatte ich natürlich einen ausgezeichneten Eindruck von ihm und seiner Hilfsbereitschaft und war dann, als ich bei Ullstein am Stand war bei der Buchmesse in Frankfurt und ich sah, ah, Vincenzo Latronico, die Perfektion. Ach, das ist doch dieser nette Mann, der mir so bei Lussu geholfen hat und war natürlich entsprechend neugierig auf sein Buch. Und jetzt kommt der Teil, der Sie eigentlich interessiert. Es ist nämlich ein fantastischer, großartiger Berlin-Roman, vollkommen unabhängig von Lussu und seiner Hilfsbereitschaft, den ich Ihnen ganz doll ans Herz legen möchte, wenn Sie ihn noch nicht kennen. Draußen ist dann der Büchertisch, da bleiben Sie dann einfach gleich stehen und nehmen den mit. Ein Roman über die, wie kann man sagen, darüber werden Sie gleich mehr hören, globalisierte Elite, die digitale Bohème, das neue Berlin der Italiener und Italienerinnen. Und ich habe mir gedacht, wen hätte ich am allerliebsten als Gesprächspartner? Jemand aus dem alten Berlin, dem Ost-West-Berlin, dem gentrifizierten Berlin. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, dass der Autor Thomas Brussig zugesagt hat, die Moderation zu übernehmen. Dessen Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee, den vielleicht einige von Ihnen kennen, jetzt gerade von Jonathan Franzen in den USA übersetzt wird. Darauf können wir uns dann... Ja, genau, ja. Und wie so oft, wenn man denkt, man hätte einen Schatz ganz alleine gehoben, ich dachte natürlich, ich sei die Erste, die auf diesen tollen Roman aufmerksam geworden wäre, Sie alle belehren mich eines Besseren, aber auch das italienische Kulturinstitut, dem ich davon erzählte und so ein bisschen um Unterstützung bat, war ganz begeistert, unterstützt diese Veranstaltung großzügig, wird Ihnen nachher ein Glas Wein ausgeben und hat darauf bestanden, dass wir einen Übersetzer ins Boot holen, den Sie vielleicht schon auf dem Ohr haben, der deutsch-italienisch, italienisch-deutsch übersetzen wird. Das ist Johannes Hampel, der ist, glaube ich, irgendwie kein Dolmetscher, sondern ein Zauberer. Das werden Sie merken, wenn Sie zuhören. Sprachlich wird es heute Abend bunt hergehen auf der Bühne. Italienisch und Deutsch ist hier in großer Kompetenz vorhanden. Es darf Italienisch gesprochen werden oder Deutsch. Es wird ein bisschen ein Mischmasch sein und damit dieses neue Berlin repräsentieren, das ich mir auch so sehr für Europa wünsche. Vincenzo selbst hat das sehr schön gesagt in einem Beitrag, der in einem Monat in einer kleinen Festschrift für unser Haus erscheinen wird. Er schreibt dazu: Ich schreibe im Januar 2023. In einem Monat komme ich ins Literaturhaus, um mein Buch zu präsentieren. Die deutsche Übersetzung eines italienischen Romans, der von einem französischen Autor inspiriert wurde. Ich würde gerne auf Deutsch sprechen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Deswegen wird auch ein Dolmetscher zugegen sein. Ich weiß, dass einige englischsprachige Freunde und Freundinnen kommen werden, aus Sympathie zu mir und ohne Hoffnung, viel zu verstehen. Einige Italiener werden die italienische Übersetzung hören, falls ich es hinkriege, etwas auf Deutsch zu sagen. Dann aber werde ich wieder Italienisch sprechen, wenn ich nicht weiter weiß. Wird das unbequem, anstrengend, irritierend? Wahrscheinlich. Ich fühle mich zu Hause. E allora io spero tanto che tutti voi vi sentite a casa qua e vi auguro una buona serata. Viel Spaß. Grazie.
Ja, schönen guten Abend. Und also zu der großen Leistung von Vincenzo, dass er heute tatsächlich versuchen will, das Ganze auf Deutsch durchzustehen. Und hin und wieder wird er nach dem italienischen Rettungsanker greifen können. Das ist erlaubt. Aber im Vorgespräch haben wir auch geklärt, dass ich hin und wieder auch Berlinern darf. Also das nimmt er mit. Und ich denke mal, dass das bei einem Berlin-Roman auch nicht verboten sein sollte, ihn in einer Präsentation, also dass da der Moderator hin und wieder mal ins Berlinerische fällt. Ja, das Buch Die Perfektionen ist ein Roman über eine Lebensform der digitalen Nomaden. Ich muss zugeben, dass ich wenig bis gar nichts darüber wusste. Also da war dieses Buch auch eine Offenbarung für mich, also dass da einfach mal mehr erzählt wurde. Das habe ich schon mitgekriegt, dass es die gibt. Die Generation EasyJet nennt man sie auch manchmal. Und dieses Buch, was ich jetzt hier vor mir habe, Die Perfektionen, es ist speziell insofern, dass es sich also sehr offensichtlich, geradezu offensiv, aufdringlich, immer wieder mit Oberflächen beschäftigt, mit Bildern, mit der Verfertigung von Bildern, mit Stilen, mit Ästhetik und das also bis ins Detail hinein. Also wenn ich es wäre ja nicht mal unpassend, ich tue es trotzdem nicht, Vincenzo zu fragen, was er denn hier zu der deutschen Aufmachung sagt, also die ja auch sehr, also da gäbe es einiges zu sagen und Vincenzo könnte darüber 2 bis 3 Seiten schreiben. Was die Bilder angeht, die Bedeutung der Bilder, die kommt schon im ersten und im letzten Satz. Also der erste Satz ist nicht der erste Satz. Ich nehme an, dass das erste Kapitel später geschrieben wurde. Der erste Satz ist nicht immer entsprach die Wirklichkeit den Bildern. Und der letzte Satz ist dann, es ist wirklich alles perfekt, wird es in der begleitenden Story heißen. Es ist genau so wie auf den Bildern. Also diese Bildkonzentration, dieses Bildinteresse, vielleicht kannst du da mal was zu sagen, also warum du diesen Ansatz gewählt hast. Oder habe ich es missinterpretiert, kann ja auch sein. Danke, sehr gerne. Aber zuerst danke Thomas, danke Janika, danke Verena und ich möchte mich auch bei dem Italienischen Kulturinstitut bedanken. Ich bin sehr aufgeregt. Ich werde auch versuchen, ein bisschen auf Deutsch zu sprechen, nicht aus Mangel an Vertrauen in den Dolmetscher, aber weil es zum Roman passt. Wahrscheinlich wird das irgendwann zu kompliziert für mich oder zu verwirrt für euch und dann werde ich switchen. Danke für die Geduld. Also die Geschichte dieses Romans fängt ein bisschen früher an und das hat mit dem Internet zu tun. Für lange, ich war unzufrieden mit der Art und Weise, damit das zeitgenössische Leben in Romane beschrieben wurde. Natürlich gibt es viel über die Internet und sozialen Medien als Kommunikationsmittel oder als Quelle von Unterhaltung. Aber mein Gefühl, das ist nicht nur das. Und alle die Leute, die ich kenne, sind eingetaucht in einem Fluss von Bildern, von Nachrichten, von Informationen. Die ist unser Umfeld, das prägt unsere Wünsche, unsere Träume, unser Selbstbild. Und wie kann man das in einem Roman schreiben? Natürlich im Prinzip die klassische Technik wäre eine inner Monolog über Insta-Stories zu machen oder eine Flashback über die Entwicklung der Beziehung eines Figurs mit
Dating-Apps zu schreiben. Aber das hat etwas, das stimmt nicht. Vielleicht wie, das ist ein bisschen wie ein PDF zu drucken und dann per Fax zu schicken. Also das, ich glaube, dass die Internet und die sozialen Medien spielen eine Rolle in unserem Leben, die nicht nur an Kommunikationsmittel oder Unterhaltung begrenzt ist. Und man kann das eigentlich in den Romanen nicht so gut beschreiben. Und man merkt das auch mit sehr wichtigen Misserfolgen. Zum Beispiel Jonathan Franzen. Ich glaube, er ist einer der besten Autoren der Welt. Und Freedom ist eine der besten Romane, die ich gelesen habe. Aber auch Jonathan Franzen, als er das Internet in seine Erzählmaschine gegeben hat, ist die Maschine kaputt gegangen. Also Purity ist kein guter Roman, das hat kein echtes Lebensgefühl, das ist kalt. Und auch für Don DeLillo zum Beispiel, als er über das Internet schreiben wollte, hat er das Internet abgeschaltet, in Silence. Er konnte nur die Abwesenheit von sozialen Medien beschreiben. Und daran habe ich für Jahre und Jahre gedacht. Mein letzter Roman wurde im 2013 veröffentlicht. Und seitdem habe ich oft versucht, etwas über diese Rolle zu schreiben. Aber ich habe das nie gemacht. Und am Ende habe ich für das dritte oder vierte Mal dann Die Dinge von Georges Perec gelesen, der das Modell von diesem Roman ist. Und Die Dinge ist ein Roman, der Perec hat in 1972 geschrieben, nach seinem Studium mit Baudrillard. Und das hat mit Konsumismus zu tun. Und was Perec gemacht hat, ist, er hat seine Figuren beschrieben nur durch die Beziehungen, die sie hatten mit Dingen. Die Dinge, die sie wollten, die Dinge, die sie kauften, die sie träumten, die sie kauften und dann nicht mehr wollten. Weil seine Meinung, seine Idee war, dass die ganze innere Leben von einem konsumistischen Mensch konnte dadurch beschrieben werden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aber natürlich, das ist genau, ich komme jetzt an den Bildern, das ist genau, das ist genau wie die Werbealgorithmen uns sehen. Also ein Werbealgorithmen, die uns die Werbungen im Internet gibt, kennt die Nutzer nur als die Summe von der Beziehungen mit Bildern. Die Bilder, die sie sehen, die Bilder, die sie klicken, die Bilder, die sie teilen, die Bilder, die sie lieben. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht das ist nicht nur den Algorithmen, die Leute so reduziert. Das machen die Leute auch, das mache ich auch, als wir etwas teilen oder liken wegen unserer Selbstbildnis. So dass und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht um diese Rolle des Internets im Alltagsleben heute zu beschreiben, dann soll ich vielleicht genau wie Perec machen und keine Interiorität zu beschreiben, keine Persönlichkeit, sondern nur die Beziehung von zwei Leuten zu bildern und wie das sich entwickelt. Und das Buch ist also so strukturiert. Da gibt es Kapitel, also die Entwicklung, die Beziehung mit Freunden, mit dem Job, dem sexuellen Leben, mit Politik. Natürlich gibt es auch eine Geschichte. Ich muss das sagen, weil mein Verleger dort ist. Aber natürlich gibt es eine Geschichte, und das ist die Geschichte von zwei Leuten, die einen Traum verfolgen und nach Berlin ziehen. Und am Anfang sieht es gut aus, aber dann wird etwas, die werden immer unzufriedener und die wissen nicht genau warum. Das Leben wird schwieriger. Und hat das war das Traum falsch oder hat das Welt sich verändert um sie? Natürlich hat diese Frage keine Antwort, aber diese Geschichte findet
unter die Oberfläche der Buchstabe, weil die Oberfläche ist nur Oberflächen, also nur Bildern. Ist das Deutsch okay? Ja, ja. Okay. Danke. Vielleicht wir sollen ein kleines Teil lesen, um ja. Diese. Ich lese ein bisschen kürzer auf Italienisch. Ja, genau. Okay. Ja. Das ist die Ankunft in Berlin. In qualche misura era anche per questo che si erano trasferiti a Berlino. Dopo gli studi e gli inizi di carriera, la vita in una grande città ma periferica, nel sud dell'Europa, cominciava ad apparire monotona, piatta. Sembrava correre su un binario prestabilito, gli stessi quartieri, le stesse destinazioni di vacanza, le stesse frequentazioni negli anni di scuola. I circoli ristretti incoraggiavano il pettegolezzo, il conformismo creava un sistema di aspettative da cui si sentivano oppressi. Fra quelle persone tutte identiche, tutte contente di restare nei giri di amici del liceo, Anna e Tom sentivano mancare la libertà di essere se stessi, cioè di inventarsi, cioè di essere diversi da se stessi. Visto da chi ne era parte, quel movimento tendenziale assumeva le fattezze antropomorfe di una mitologia. La partenza decisa d'impulso, per una conversazione al bar in un periodo in cui la carriera sembrava ferma e il conto in banca gonfio. L'aeroporto all'alba, con appresso tre enormi trolley e le giacche da sci per l'inverno. La teoria iniziale di stanze in subaffitto a Friedrichshain e monolocali in prestito a Kreuzberg e divani letto a Neukölln. Gli appartamenti spaziosi e vuoti con le doghe color miele e le monstera simili a nubi. Le birre di pomeriggio sulle sponde polverose dell'Anverkanal o nell'illogica distesa senza alberi di Tempelhof. Le giornate a lavorare dalle caffetterie in fila su Rosenthaler Straße come i grani di un rosario. Il freddo del primo inverno, un freddo acuminato e inimmaginabile, che faceva lacrimare in attesa dell'M29, che faceva esplodere, dopo un paio di minuti, le bottiglie messe in fresco nella neve sul balcone. Il contratto d'affitto per il trilocale a Reuterkiez, ottenuto falsificando una lettera d'incarico. Il tedesco di Google Translate, memorizzato a macchia di leopardo ogni volta che la loro traiettoria intersecava l'apparato della città. Kurzstrecke, Krankenkasse, Rohrreinigungsspirale, Vorderhaus, Steuernummer, ich hätte gerne, Steuer-ID, Schlüsseldienst, an die Ecke, Schwangerschaftsverhütungsmittel, vielleicht ebenso. Le serate negli scantinati, le serate negli appartamenti Jugendstil a Prenzlauer Berg, con i bovini e i soffitti stuccati, le serate al Berghain, le serate nelle gallerie d'arte, le serate sulle chiatte sulla Sprea, i ritorni sfocati sulla metropolitana che circola tutta la notte, le serate al Weekender, le serate al Freischwimmer, le serate illegali a Wedding, cercate e mai trovate, vagando fra capannoni remoti, appigliati a un SMS di istruzioni. La luce sanguigna dei tramonti del nord, l'alba perlacea che a sorpresa infiammava la parete finestrata del panorama bar, ma chi la vedeva sapeva che era un'illusione, perché dall'altro lato dell'alba la notte durava ancora. Ja. Auch deshalb waren sie nach Berlin gegangen. Nach dem Studium und den ersten beruflichen Schritten begann sich das Leben in einer großen, wie wohl randständigen südeuropäischen Stadt eintönig und schal anzufühlen. Es war, als bewegte man sich auf festgefügten Gleisen. Dieselben Viertel, dieselben Ferienziele, dasselbe Sozialleben wie zu Schulzeiten. Die Musikszene, die Aufmachung der Lokale und Bars, allein der Geschmack ihrer Kunden hatte etwas Provinzielles und Überkommenes. Die sich ewig überlappenden Bekanntenkreise förderten den Tratsch. Das Spießertum brachte eine Erwartungshaltung hervor, die ihn die Luft nahm. Unter diesen rundum gleichen Menschen, die rundum zufrieden damit waren, in ihren seit Gymnasialzeiten bestehenden Freundeskreisen zu verharren, fühlten sich Anna und Tom der Freiheit beraubt, sie selbst zu sein, ergo sich neu zu erfinden, ergo anders zu sein als sie selbst. Natürlich waren tausende Vertreter einer bestimmten sozioökonomischen Gruppe ihrer Generation von der identischen Sehnsucht nach einem individuellen Leben erfüllt. Genauso wie sie ihren Kunden die gleichen visuellen Alleinstellungsmerkmale verkauften, wie tausende Kreative, tausende Kunden in der gesamten westlichen Welt. Aber diese Erkenntnis blieb in ihrem Bewusstsein verschattet. In den Augen derer, die ihm angehörten, trug dieser Trend die anthropomorphischen Züge eines Mythos. Der nach einem Gespräch in der Bar spontan beschlossene Aufbruch zu einer Zeit, in der es beruflich nicht voranzugehen schien und das Bankkonto gut gefüllt war. Der Flughafen im Morgengrauen, die drei riesigen Rollkoffer und Skijacken für den Winter. Sie hatten sogar ein Foto von sich gemacht,
ihr Spiegelbild im dunklen Glas des Abflugterminals, aufgeplustert von den doppelt übereinander gezogenen Winterpullis, um das zulässige Koffergewicht nicht zu überschreiten. Der übliche Anfang mit untervermieteten Zimmern in Friedrichshain und leihweise überlassenen Einzimmerwohnungen in Kreuzberg und Schlafsofas in Neukölln. Die geräumigen, leeren Wohnungen mit honigfarbenen Dielen und wolkengleichen Monsteras. Die Nachmittagsbiere am staubigen Ufer des Landwehrkanals oder auf der absurden, baumlosen Freifläche des Tempelhofer Feldes. Die Arbeitstage, in denen wir Gebetsperlen auf einem Rosenkranz gereihten Cafés der Rosenthaler Straße. Die Kälte des ersten Winters, eine bohrende, unfassbare Kälte, die einem beim Warten auf den M29er die Tränen in die Augen trieb und die zum Kühlen auf den verschneiten Balkon gestellten Flaschen nach wenigen Minuten bersten ließ. Der Mietvertrag für die Dreizimmerwohnung im Reuterkiez, ergattert durch einen aus dem Netz gefischten, gefälschten Arbeitsvertrag. Das bedarfsweise zusammengestoppelte Google Translate Deutsch, sobald ihre Wege in das Räderwerk der Stadt gerieten. Kurzstrecke, Krankenkasse, Rohrreinigungsspirale, Vorderhaus, Steuernummer, ich hätte gerne, Steuer-ID, Schlüsseldienst, an der Ecke, Schwangerschaftsverhütungsmittel, vielleicht ebenso. Die Nächte in den Kellern, die Nächte in den Jugendstilwohnungen im Prenzlauer Berg mit den Erkern und Stuckdecken, die Nächte im Berghain, die Nächte in den Kunstgalerien, die Nächte auf den Spreekähnen, die benebelten Heimfahrten in der über Nacht durchfahrenden U-Bahn, die Nächte im Weekend, die Nächte im Visionäre, die illegalen Nächte im Wedding, die man, sich an eine Wegbeschreibungs-SMS klammernd und zwischen verwaisten Fabrikhallen umherstolpernd, suchte und nicht fand. Die Nächte im Rodeo, die Nächte im Tresor, die blutroten Sonnenuntergänge des Nordens, das perlfarbene Morgengrauen, das die Fensterfront der Panoramabar jäh erhellte und jedem, der sie sah, wie eine optische Täuschung erschien, denn jenseits des Morgens hielt sich die Nacht. Ja, also es ist diese Detailfülle, die bemerkenswert ist. Mir hat auch mal mein Lektor gesagt, mein leider verstorbener Lektor, dass man am Anfang auch immer mal gleich ein Zeichen setzen sollte. Und wenn ich hier also ein Zeichen gesehen habe, dann sind das also auch exotische Worte, die ich selber noch nie gehört habe. Aber also zu dieser Detailfülle gehört einfach auch eine Präzisierungs- oder ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Genauigkeit ist. Es sind Perfektionen, ja, so eine Worte wie Akanthuslaub, Tympana und Aura Cari oder Aura Carie. Ich weiß nicht mal, wie es gesprochen wird. Also er beweist, dass ich dieses Wort wirklich nicht kenne. Also das so auf den auf den ersten zwei Seiten. Da hat also Vincenzo ein Zeichen gesetzt. Dass er an diesem Konzept der Details festhält, das macht er dann auch an wirklich schwierigen Stellen. Also da gibt es eine Passage, wo es um die Flüchtlingskrise geht und um dieses Foto von Alan Kurdi. Und das beschreibt er auch auf einer Seite und er beschreibt es eben mit seinen Mitteln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein paar Sätze vorlesen darf oder ob ich einfach nur, ja, ich erzähle es einfach nur. Also dass es dann wirklich auch darum geht, was in der Bildmitte ist, welche Farbe die Sonne hat, die sich in den Wellen spiegelt. Also so, dass er auch an so einer Stelle diese Detailobsession durchhält und da nicht von loslässt. Zu diesem Roman gehört auch, also wir haben jetzt eben so gehört, die Nächte im Tresor, die Nächte im Tralala, aber was in diesen Nächten passiert, wird auch nicht erzählt. Also es gibt nur eine einzige Episode, wenn ich das richtig beobachtet habe, ja, das ist in der Nacht, eine Nacht in Lissabon, die beginnt irgendwie auf einer Party und endet dann, dass sie da irgendwo in irgendeinen Club wollen und nicht reinkommen und die sie da hingeschleppt haben, sind dann auch weg und dann sind die im Hotel, ich glaube, Drogen haben sie auch noch genommen. Das ist die einzige Episode, die in diesem, also erzählt wird. Und natürlich, also so eine ästhetische Machart ist ja auch immer ein Statement.
Und du hättest dieses Buch auch anders schreiben können, ja? Und also warum aber so? Und ich glaube nicht, dass es nur ein Internetroman ist. Du hast eben, das ist mehr als ein Internetroman. Es geht ja um die, sagen wir, um eine Lebensweise dieser digitalen Nomaden. Oder würdest du sie anders beschreiben, die Protagonisten, die ja auch sie heißen Tom und Anna, sie sind, wir haben jetzt gerade eben gehört, wir wissen nicht, wo sie her sind, ja, Südeuropa, eine größere Stadt, kann alles sein, ja, also bilden Sie sich nicht ein, es geht hier um Italiener, die können auch aus Malta sein oder aus Griechenland, ja, also es, und Vincenzo weiß, warum er uns das vorenthält und warum, also, und es geht auch nicht um, also wenn man das als einen wirklichen Roman, so mit den Beziehungen und so, dann wäre das ein 600-Seiten-Roman. Aber du hast es eben komprimiert und jetzt kommst du mit 120 Seiten an oder 125 Seiten. Und da sag mal, also das finde ich interessant. Dieser Roman ist einfach auch formal eine Provokation, weil er vieles verweigert, was in Romane eigentlich gehört. Und das aber auch nur deshalb, also glaube ich, kann ich diesen Roman, also erfahre ich auch so viel über die Lebensweise, weil so das Übliche, was man woanders eben auch erlebt, also wie so ein Paar durch so eine Zeit geht, wie sie sich streiten, wie sie Pläne fassen, dann Pläne fallen lassen und so, das, wie sie Freundschaften pflegen und sich wieder entfreunden, das ist ja alles nicht Thema. Das ist eine sehr gute Frage und das hat auch mit der Übersetzung zu tun, weil gibt diese Differenza di tempo verbale, die genau diesen Unterschied auf Italienisch bedeutet. Però dovrò rispondere in italiano. Penso che uno dei punti di partenza del romanzo è che per molti versi il modo di vivere a Berlino di un certo gruppo di persone, le persone di cui scrivo, è simile al modo di percepire il tempo che si ha ähnlich der Wahrnehmung der Zeit in den Social Media. Deswegen bringe ich das in eine Parallelführung. Ich finde nämlich diese Unerklärlichkeit des bloßen Vergehens der Zeit, denn das ist doch unerklärlich, dass die Zeit einfach so verstreicht. Ich glaube, es ist sogar das Wichtigste, das Grundthema der Literatur, das Verstreichen der Zeit. Mir hat das ein italienischer Freund gesagt, der erste, den ich hier in Berlin kennengelernt habe. Das war vor 5 Jahren. Und er sagte, passt bloß auf, hier kannst du dich zu amüsieren beginnen. Du hast ein endloses Erasmus-Programm, bis du 40 Jahre alt bist. Und das stimmt, das geschieht. Das ist so geschehen bei vielen Menschen, die ich kenne. Das Verschwinden der Zeit, das Leben verstreicht im Hintergrund, das ist im Grunde dasselbe. Mindestens dasselbe, was mir passiert, wenn ich in den sozialen Medien mich verliere. Twitter, Instagram, du scrollst dich so durch, da können 5 Minuten vergehen oder auch 5 Stunden. Das Leben geht weiter, aber du nimmst es nicht wahr. Irgendwann tauchst du wieder auf. Die Zeit ist verschwunden, so wie 20 Jahre verschwunden sind zwischen einer Abend im Tresor und einer Nacht im Berghain. Diese Empfindung, dieses Gefühl, dass man in einer Zeitlosigkeit lebt, wo nie etwas geschieht, oder es geschieht schon etwas, aber es wiederholt sich immer wieder, die Zeit verläuft kreisförmig. Es gibt nicht einen Abend im Berghain und dann einen Abend im Berghain, sondern es sind eben immer die Abende im Berghain oder im Brunnen. Es gibt keine bestimmten Ereignisse mehr. Thomas hat es so gesagt, alles gleicht sich, alles verschwimmt. Unterhalb dieser Oberfläche wird es unmöglich, die Tatsache zu verstecken, dass man nichts Besonderes mehr ist. Zum Beispiel im Beispiel
wenn du wachst plötzlich auf und merkst, du bist 40 Jahre alt. Und dasselbe geschieht auch in diesem Roman, als plötzlich die Migrationskrise wirklich an der Tür klopft oder auch diese brüchige Oberfläche der Hauptfiguren durchstößt. Auf Italienisch wird das klargestellt, dass die beiden Kapitel, das erste Kapitel ist Berlin gewidmet und dann ist das zweite Kapitel die Lissaboner Zeit, die hat, da verwende ich ein anderes Tempus des Verbums. Das hat wirklich eine Schwierigkeit. Ich habe das Imperfekt benutzt, also das Präteritum, wie man Imperfekt, also als Jugendlicher ging ich immer Fußball spielen. Also während dieser gesamten Zeit ging ich immer wieder Fußball spielen. Wenn ich dagegen sagte, eines Tages ging ich Fußball spielen. Und so verwendet jedes Kapitel dieses Buches eine andere Zeitstufe des Verbums, eine andere grammatische Zeitstufe. Diese kreisförmige Zeit verwendet das sogenannte Imperfekt, also eine, während ich das Passato Remoto, also das Per, das was man auf Deutsch Perfekt nennt, dann häufig. Noi abbiamo parlato a lungo di questa difficoltà, was das Italienische hat und was eine ganz tolle Zeit ist, weil sie eben genau einen ganz spezifischen zurückliegenden Moment benennen kann, was im Deutschen so nicht funktioniert. Ich habe gegessen. Ist halt wahnsinnig schwerfällig, wenn das durchgängig in der Übersetzung beibehalten werden soll, was das Passato Remoto sehr viel eleganter und sehr viel leichter rüberbringt. Das hatte auch was, wir hatten vor allen Dingen auch Schwierigkeiten mit den Kapitelüberschriften. Ja. Denn die sind im Italienischen eben genau, die Kapitel sind nach den italienischen Zeitformen benannt. Da aber das Deutsche das Passato Remoto nicht hat, mussten wir neue Überschriften finden, die aber dennoch die Idee der italienischen Überschriften transportieren. Deswegen heißen die Kapitel im Deutschen, es geht los mit jetzt und dann gibt es, wie haben wir Passato Remoto gemacht? Imperfetto, das war immer. Genau, Imperfetto ist immer. Und dann gibt es eins, das heißt plötzlich. Und dann gibt es eines, das da heißt plötzlich. Da bin ich gestolpert, weil mein Lektor mir beigebracht hat, wenn du das Wort plötzlich benutzt, dann muss es aber wirklich plötzlich sein. Ja. Genau. Aber jetzt ist sozusagen das entschuldigt. Und ähnlich ist es auch mit dem deutschen und dem italienischen Futur, was ja im Italienischen auch sehr viel eleganter ist als im Deutschen, weil wir im Deutschen immer mit werden, sie werden dies und das machen, was im Italienischen eben wegfällt, weil das Verb selber sich verändert. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Ja, sehr. Aber das war keine. Nein. Ich meine nur, es war eine große Herausforderung dieses deines Buches, ja. Da kann ich jetzt vielleicht noch eine Verständnisfrage loswerden, denn da habe ich mich gefragt, aber es ist sozusagen ein interessantes Missverständnis, was vielleicht durch die Übersetzung unbeabsichtigt aufgekommen ist. Tatsächlich ist ja der vierte und letzte Teil in der Zukunft geschrieben. Und da dachte ich dann, da man nun nie so genau weiß, wie es mal wird, ist das eine Vision? Also ist das sozusagen, es könnte so für die ausgehen? Denn so viel möchte ich schon verraten, also dass diese digitalen Nomaden dann sich auch nicht mehr, sie treten auf der Stelle, sie kommen nicht weiter und dann gibt es eben eine Chance für die, nämlich dass die von einem Onkel, der noch einen richtigen Beruf hatte, der war Ingenieur, der hat als Ingenieur eben mit dem Riesenverdienst eben mit dem sehr guten Verdienst sich ein Anwesen gekauft, ausgestaltet, dann starb er leider, bevor er das wirklich nutzen konnte. Und für die ist das nun die Chance, das zu übernehmen. Und mit all ihrem Stilempfinden und mit ihren Kontakten machen die da draußen also ein Zwischending zwischen Hotel und Pension. Also sie haben da sicherlich auch, da gibt es einen Top-Begriff für, mir ist mir nur entfallen. Aber da war ich mir jetzt nicht sicher, weil es in der Zukunft ist. Ist das so eine gnädige Vision, die du ihnen
zugestehst, oder ist es wirklich die Handlung, die so dann verläuft? Ja, natürlich, das war ein bisschen mein Ziel, dass diese Losung komplett wahrgenommen konnte. Also, dass die Italiano. Ja. L'intero libro in das fondo racconta di questa ricerca di perfezione che ovviamente Suche nach der non funziona mai e die volendo la si potrebbe far wenn man so wollte könnte man da zu dieser Idee des Cargo kommen von Baudrillard. Das ist der Grundgedanke. Alle Details sind mit größter Genauigkeit beschrieben. Denn der Gedanke des Daseins oder der Seinsweise, ständig auf der Suche nach Bildern, also auf der Suche nach etwas Nicht-Existentem. Man versucht ständig etwas zu finden, was dem Bild entspricht, und dann entdeckt man, da fehlt etwas, und dann sagt man, das fehlt noch, das fehlt noch. Man richtet sich ständig an Bildern aus. Die Lösung ist aber nicht, dass man das fehlende Detail noch findet, sondern dass man sich dem entzieht, diesem Bilderzwang. Das letzte Kapitel, wo am Ende, wie Thomas sagte, alles genauso war wie in den Bildern. Das kann nur in der Zukunft geschehen. Denn es ist etwas, was nie geschehen kann. Niemals werden wir vollkommen zufrieden sein, in dem Sinne, dass die Wirklichkeit endlich den Bildern entspricht. Also muss das im Futur geschrieben sein. Sollen wir eine zweite Lesung machen? Oder? Vogliamo fare una seconda lettura? Ja, also ich wollte noch ein bisschen so über die formalen Entscheidungen und Weglassungen. Also ich habe mir ist natürlich aufgefallen, also es sind so vier Teile, ja, und so der vier Akter, das weiß man seit Tschechow, dass es so eine ungemütliche Form ist. Also der fünfte Akt bringt immer die Lösung, aber der vierte, also so ein Vierakter, verweigert es einem, ja. Ich habe auch, als ich nach Vorbildern oder nach Mustern gesucht habe, bin ich interessanterweise auch auf Maxim Gorki, die Mutter, gestoßen. Dieses Anfangskapitel, was ganz toll ist, Entschuldigung, obwohl es ein Russe ist, mir fällt gerade auf hier, Tschechow, Gorki, aber Bret Easton Ellis ist mir noch eingefallen, also der ja auch einen Roman geschrieben hat, wo der diese New Yorker Börsenbanker-Szene, also das war auch so eine Type, wo man nicht so genau wusste, was der denn eigentlich macht, was er beruflich macht. Da war er in der Werbebranche. Aber auch das war ein Roman, der sich so an den Oberflächen, an den Marken, Marken spielen hier nicht so eine Rolle, ja, aber so diese, also Benennungen sind hier schon wichtig. Das ist mir aufgefallen. Und du hast eben als, das Vorbild auch schon benannt hier, Georges Perec, ja, die Dinge. Hat der Vierakter, wusstest du auch, oder war es auch Konzept, also dieses Buch ohne eine Lösung, ohne eine Erlösung enden zu lassen, obwohl es die Erlösung, indem wir sie haben, also mit denen die Dinge ja zu perfekt sind, ist ja dann auch da. Aber außer Perec, Perec war sozusagen für dich die Erleuchtung, und das wolltest du sozusagen in der jetzt für die Gegenwart oder für diese Phase nochmal benutzen? Oder hat es auch weitere Einflüsse gegeben? Also ja, genau, Perec war das erste Einfluss. Aber dann, da gibt es, ich denke, einen Unterschied. Und das ist, dass Perec hat ein echter soziologischer Roman geschrieben. Er wollte diese zwei Leuten wie Insekten, eine Entomologe analysieren. Mhm. Das natürlich, und das merkt man am Ende des Buches, weil er endet sein Buch, Die Dinge, mit einer langen Zitation.
Zitat von Marx, wo natürlich er zeigt, dass sein ganzes Roman nur ein soziologisches Beispiel ist von ein menschliches Typ, der er erklären will. Das war natürlich nicht meine Perspektive, weil meiste Sachen, die im Buch sind, kommen aus meinem eigenen Leben oder die Leben meiner Freunden, die dort sind. Und ich weiß nicht, was den fünften Akt sein kann, weil ich beschreiben wollte eine Perspektive über das Leben, dass ich denke, dass wir vielleicht auch trotz uns haben. Und also wenn du jetzt so fragst, was im fünften Akt ist, also es ist nicht, wenn ich ihm sage, was in diesem Roman alles, wenn ich die Weglassung auch erwähne, es gibt auch keine wirkliche Tragödie, ja, also es ist, die Zeit vergeht und das, das ist tatsächlich, und die Zeit vergeht einfach so und da gibt es eben nichts Einschneidendes. In qualche misura questo è perché ho ritrovato quello che volevo dire. Il cambio di lingua me l'aveva fatto perdere. Also, dieser Sprachwechsel hatte mich das vergessen lassen. Non credo molto nel romanzo sociologico. Ich glaube nicht an den soziologischen Roman. Ich glaube nicht an den Thesenroman, der ein Problem aufwirft und dann eine Antwort will. Zum Beispiel, wie leben eigentlich diese Expats, die nach Berlin kommen? Und die Antwort wäre dann schlecht. Nein, ich glaube nicht, dass dies die Aufgabe des Romans ist. Ich habe versucht, einen Teil der Stadterfahrung zu beschreiben, auch eine Zeiterfahrung oder eine Erfahrung des eigenen Lebens. Mir scheint nämlich, jede beliebige Art von Epilog, von formalem Abschluss, ein komischer oder tragischer Abschluss, ein echter Abschluss mit einer Moral von der Geschichte, würde dieser meiner Unternehmung Unrecht antun. Ich habe natürlich eine Frage gestellt. Ich bin aber nicht in der Rolle eines Perek. Ich bin in dem Roman selbst drin. Ich erzähle etwas, bei dem ich selbst auch zum Guten oder zum Schlechten Teil bin. Ich weiß nicht, welchen Schluss ich da ziehen könnte. Ich beschränke mich darauf, einen Teil der Welt zu sehen und zu beschreiben. Und deswegen ende ich mit einem Blick auf die Zukunft. Das ist wie eine Frage, eine offene Frage. Diese Dinge sind nicht geschehen, gemäß dem Buchstaben des Buches. Vielleicht geschehen sie, vielleicht auch nicht. Und du hast vorhin noch ein Stichwort gegeben, was mir tatsächlich entfallen ist, nämlich soziologisch. Ich habe mal Soziologie studiert, nicht abgeschlossen, also deshalb, ich habe was anderes abgeschlossen, um sie zu beruhigen. Aber dass ich wirklich immer wieder voller Bewunderung gedacht habe, Mensch, also du hast wirklich einen soziologischen Blick und auch ein soziologisches Gespür. Also es ist dieses soziologische Interesse, das ist sehr lebendig. Ich habe diese Detailbesessenheit, diese Detailobsession, Jan, aber das sind auch immer wieder richtig gute Beispiele. Also was ich sehr liebe, ist diese Stelle, da wird so beschrieben, die Flüchtlinge kommen nach Berlin, die beten, wollen sich engagieren, weil sich ja alle irgendwie engagieren. Und jetzt gibt es hat jemand so gefunden, was der Wortschatz ist, den die Flüchtlinge brauchen, wenn sie nach Berlin kommen, also um sich hier zu verständigen. Und das soll gedruckt werden. Und jetzt sagen die, ja, wir würden das gerne setzen und layouten und designen, ja, und haben da auch schon Ideen. Aber ihnen kommt einer zuvor, also irgend so ein Kunstdrucker, der greift den Auftrag ab, die Dinger werden gedruckt und als sie dann mal da in Tempelhof sind, sehen sie, die liegen dann auch nur in der Ecke, sind schon aufgequollen vor Nässe, weil sowieso alle die Handy-App benutzen. Ja, und
Und diese, also da trifft sich irgendwie alle zu, also diese Bereitschaft, was zu tun, dann ist es so was überflüssig. Und dann kommen sie nicht mal damit zum Zuge. Und dann ist es aber so überflüssig, dass es nicht gebraucht wird, dass es in der Ecke liegt. Und das fand ich, und diese Freude an den, sag mal, an den so entlarvende Beobachtungen, das klingt so böse, aber also an diesen genauen Beobachtungen, also die hatte ich oft. Und deshalb liest doch noch eine Stelle, vielleicht treffen wir oft noch, sehen wir so eine, diese zahllosen Details. Dann. Also jetzt geht es ums Kochen und Essen, was ja auch eine Riesenrolle spielt. Ich lache mich jetzt schon tot. Etwas Ähnliches war Ihnen mit Ihren Kochgewohnheiten passiert. Wie hat es angefangen? Als Studenten hatten Sie sich nicht sonderlich viel daraus gemacht. Sie konnten ein paar Familienrezepte nachkochen und wenn Sie allein waren, aßen Sie meistens Fastfood oder belegte Brötchen. Der Gipfel Ihrer Kochkünste bestand darin, 8 oder 10 Kommilitonen satt zu kriegen, die sich sonntags vor den Prüfungen zusammenfanden. Ein Eintopf, ein Curry, ein Ragout. Es waren salzige, nahrhafte Gerichte von breiiger Konsistenz und rötlich-brauner Farbe. Sie wurden in bunt zusammengewürfelten, hellblauen und pistazienfarbenen Schüsseln und Tellern von Ikea serviert. Essen gab es im Überfluss für alle. Jetzt war Ihnen die Erinnerung daran fast peinlich. Auf Ihren Bildschirmen hatte sich eine Welt der Unterschiede aufgetan, deren Existenz Sie zuvor nicht einmal geahnt hatten. Das bläuliche Grün des Grünkohls oder das Smaragdgrün der Avocado hoben sich von den weiß-blau gemusterten Emaillettellern oder den hellgrauen, handgefertigten Keramikschalen ab, garniert mit Granatapfelkernen und sämigen schwarzen Essigspritzern. Die matte Oberfläche einer Schieferplatte brachte die Farbe der mit Kräutern und Weinbeeren bestreuten Frischkäseflocken zum Leuchten. Die Speisen waren mit Prisen von Körnern, Schnörkeln von Soßen, Perlen von Reduktionen verziert. Das Gemüse brutzelte in unbehandelten Eisenpfannen, die mit Traubenkernöl eingebrannt waren und nie gewaschen wurden. Das Risotto simmerte nicht im vorsintflutlichen Schnellkochtopf, sondern in einer Aluminiumsauteuse mit schwerem Boden. Suppen und Schmorfleisch verlangten nach den thermischen Eigenschaften und der Beschaffenheit von Tontöpfen von gusseisernen Kokotts. Die Garung bei Niedrigtemperatur brachte die Konsistenz und Zartheit ungewöhnlicher Fleischarten zur Geltung. Kronfleisch, Zunge. Samen wurden geröstet, Soßen zwecks ihrer Cremigkeit zumindest teilweise püriert. Kohlrabi, Schlangenzucchini und gelblich und grünliche Heirloom-Tomaten wurden auf dicken Fleischerbrettern in hauchzarte Scheiben oder rustikale Würfel geschnitten. Die Messer waren aus Keramik, dann aus dunkel angelaufenem vietnamesischem Eisen, dann aus geschmiedetem Stahl. Dasselbe Interesse hatte sich bei ihren Freunden entwickelt. Auch sie hatten mit fast übernatürlicher Gleichzeitigkeit die hausgemachte Fermentierung, den über der Flamme gerösteten Blumenkohl, das Umami, entdeckt. Mit fortschreitendem Erwachsenenalter wurden die durchtanzten Nächte, aufreibend wegen der Drogen, überfüllt wegen der Touristen, durch ausgedehnte sommerliche Mittagessen oder durch Abendessen bei Kerzenschein und Eisblumen an den Fenstern ersetzt. Auf den abgebeizten Holztischen und den baumwollleinen Tischdecken mehrten sich die Tabletts aus Blech oder Rauchglas voller durch Samen und Obst, Quinoa und Platterbsen angereicherter Salate oder saisonalem Wurzelgemüse aus dem Ofen, gewürzt mit Ingwer und Sumach. Die Ziegen- oder Höhlenkäse leuchteten unter den Glasglocken. In den Steingutkrügen schäumten die IPAs der lokalen Mikrobrauereien. In den Stielgläsern setzte sich der Hefetrub der Naturweine. Aus den braun-weißen Tässchen aus dickem Porzellan stieg der Duft des nur leicht gerösteten, frisch gemahlenen Single-Origin-Cafés. Jeder Gang wurde von einem Chor aus Lob und handwerklichen Erläuterungen begleitet oder von der zerknirschten Beichte angekündigt, was schiefgelaufen war. Man beredete Märkte und Bäcker, Garzeiten im Elektro- und im Gasofen. Nach der Rückkehr von einem Abendessen bei Freunden rezensierten Anna und Tom die Gerichte häufig bis ins Detail, doch nicht aus Wettbewerbseifer. Es war eine kollektive Lehrzeit. Das Essen war in jeder Hinsicht ein Teil ihrer Kultur und sie diskutierten darüber, wie die vorangegangenen Generationen über Kino, Bücher und Politik diskutiert hatten. Es trug zu ihrer Identitätsstiftung bei. Die am schönsten angerichteten Teller wurden fotografiert, getaggt, geteilt.
Die Bilder umrundeten den Planeten, holpernd auf niedrigen Umlaufbahnen oder pfeilschnell entlang der mittelozeanischen Rücken und landeten auf den Bildschirmen ihrer Altersgenossen in Lyon und in Helsinki und in Valencia, die sie fasziniert von den erzeugten Unterschieden flüchtig betrachteten. Dann betätigten sie eine ins Muskelgedächtnis eingebrannte Tastenkombination und wandten sich an den Tischen der Cafés mit bestem WLAN und auf Schiefer geschriebenen Tagesangeboten und tentakelartigen Alonen wieder ihrer Arbeit zu. Ein Ei wurde berühmter als der Papst. Ein ansteckendes Virus raffte Westafrika dahin. Ein Milliardär kippte sich ein Eimer Eiswürfel über den Kopf. Eine Modemarke beutete Weberinnen in Ostasien aus. Ein Mädchen nahm jedes Mal auf, wenn man ihr auf der Straße nachpfiff. Zwei Afroamerikaner wurden von der Polizei getötet. Ein Mann filmte erste Küsse. Ein Flugzeug verschwand auf dem Flug nach Peking. Eine Frau war schön. Eine Wohnung voller Pflanzen war schön. Eine vegane Quiche war schön. Ein Kind brauchte Geld für die Chemo. Die Zeit verflüchtigte sich. Ja, also bei diesem, also jetzt, wir haben es eben auch wieder erlebt in diesen, also diese Detailobsession, es geht ums Essen und ich habe immer wieder gedacht, ach, ist das spießig, ja, also eigentlich werden da die digitalen Nomaden, so cool sie daherkommen, aber sie werden irgendwie auch als, ja, man kommt als Leser ja nicht drumherum, sie auch immer wieder als Spießer zu sehen. Aber dann gibt's gleich am Anfang so eine Passage, wo ich finde, dass sie auch wieder aufgefangen werden. Und da liegt auch so eine Größe, dass also dieser gnädige Blick, ja, das heißt, diese Wohnung und diese Gegenstände entsprachen nicht nur ihrer Persönlichkeit. Sie gaben ihnen Halt und führten ihnen die Verlässlichkeit eines Lebensstils vor Augen, der aus einem anderen Blickwinkel, der noch eine Generation zuvor die Norm gewesen war, brüchig erschien. Also diese, dass die Rede davon ist, die haben nichts anderes. Und es geht ja auch darum, in der Fremde sich eine Heimat zu schaffen. Und diese Heimat, ja, ist eben nicht die Herkunft, die ist peinlich oder die will man ja hinter sich lassen, sondern es sind die Dinge, die man auswählt, mit denen man sich umgibt, damit identifiziert man sich. Lass uns mal über diese Generation reden, denn es ist, glaube ich, auch ein Generationenbuch. Oh, also ich mag nie so viel über Generationen zu sprechen, aber natürlich, du hast recht. Und ich habe lange an diesen Unterschied gedacht. Mhm. Und ich habe ein Beispiel von also den Film aus deinem Drehbuch und dein Buch, der ich leider, also ich traue nicht mein Deutsch, ich habe das konnte das nicht lesen. Aber die Sonnenallee-Filme gesehen hat oder die das Buch Kurz ein Ende der Sonnenallee gelesen hat, spielt eine Schallplatte eine große Rolle. Da gibt es diese Schallplatte, die sehr wichtig für eine Figur ist und er muss das auf dem Schwarzmarkt finden und kann das sich nicht leisten. Wenn er das sich leisten kann, ist das ein Betrug. Und am Ende, wenn er das findet, das ist eine Schallplatte von Rolling Stones, ich glaube, das rettet sein Leben, weil das ist eine besondere, einzigartiges Objekt. Warum ist das so wichtig für eine Figur? Und natürlich durch die Beziehung, die diese Figur mit dieser Schallplatte hat, beschreibst du auch seine Persönlichkeit und auch seine Welt. Weil dieses Objekt hat in deiner Geschichte eine Beziehung mit der, eine einzigartige Geschichte, die nur mit dieser Situation zu tun hat und auch mit dieser Zeit zu tun hat. Das war schwierig zu finden und die Weg, damit diese Figur diese Schallplatte gefunden hat, la resa molto importante, hat das sehr wichtig gemacht. Also jetzt existiert das nicht mehr. Alle die Schallplatten kann man in Amazon kaufen, alle die Musik kann man in Spotify hören.
So was früher wurde von einer Geschichte und einer Geografie, also einer Proximität determiniert, ist jetzt nur das Ergebnis einer Summe von Wahlen. Also deswegen sind die, alle diese Details so wichtig, weil da ja, gibt's ja, nichts anderes. Es ist schon klar, dadurch werden Unterschiede geschaffen, über die man sich identifizieren kann. Du kannst jetzt alles haben, aber sich für das, also in dieser Fülle, sich für das Richtige zu entscheiden, das das gibt dir also ein Profil, das gibt dir damit unterscheidest du dich, wenn genau. Ich das richtig verstanden genau. habe. Genau, und wenn dieser Prozess geschieht in einer Stadt, nennen wir das Gentrifizierung. Wenn die Geschichte des Ortes und die politische Beziehungen und die gemeinschaftliches Leben nicht mehr existieren und das hat nur mit einer Identitätswahl zu tun. So die Leute ziehen nach Kreuzberg oder nach Neukölln, weil die identifizieren sich mit so einem Bildnis von. Aber das hat nicht nur mit der Stadt zu tun, auch mit vielen anderen Bereichen vom Leben, weil diese Objekte zum Beispiel haben keine Geschichte mehr, die haben keine. Mhm, ja. Und deswegen sind diese Figuren nicht durch ihre Geschichte determiniert, sondern nur durch die Sachen, die die wählen. Und natürlich finden die das nicht genug. Natürlich sind die unzufrieden, weil meiner Erfahrung nach das reicht nicht. Aber dieser Prozess ist nicht nur in Berlin passiert, ja, ja. Auch in Mailand, meiner Stadt, auch in Torino, die andere Stadt, wo ich gewohnt habe. Und dann fehlt dir etwas. Vielleicht, du kannst sagen, Wurzeln, vielleicht das ist zu römisch ein Wort, vielleicht ist das politisches Engagement, vielleicht ist das eine Gemeinschaft, die nicht nur aus Ähnlichkeit gebaut wird. Aber da fehlt was und die suchen das immer mehr und die finden das nie. Und die, ja, also das ist auch wirklich toll beschrieben. Also dass die sozusagen, da die so viel im Internet sind und so also und sich da auch Gemeinden bilden, dass die eine Meinung haben zu Dingen, die weit weg sind. Ja, also dass das sie lesen eben die Überschriften der New York Times und des Guardian 5 Minuten jeden Morgen und das ist dann sozusagen ihre Welt. Auch die Ästhetik ist eine universelle und es gibt dann auch dann so ein Kapitel oder so ein Abschnitt, da sind die auf Sizilien. Sie haben sich entschieden, Berlin den Rücken zu kehren. Sie sind auf Sizilien und wollen da so was finden, was noch unberührt ist, was billig ist. Ja, nimmt man, baut man auf, macht was Feines draus, so mit dem Stilempfinden. Und das gibt es nicht. Und nicht nur das. Es ist in Lissabon dieser Satz, auf den ich da gestoßen bin, dieser Satz, es war alles anders und genau das wollten sie und doch war es auf irgendeine Art alles gleich. Auch das wollten sie, aber es machte sie unzufrieden. Also dieses Bild also der Globalisierung, das ist auch eine globalisierte Gentrifizierung gegeben hat oder dass die noch läuft, ja, also das ist eben Berlin ist eben etwas schneller oder etwas eher dem anheimgefallen, jetzt ist Berlin sozusagen durchgentrifiziert und jetzt ist Lissabon das neue Berlin. Ja, genau, und am Anfang, also echt, dieses Buch ist nur als am Anfang, als ich wollte nur schreiben, genau, über diese questo fenomeno la cui manifestazione nella città è la gentrificazione, però in der Stadt è Gentrifizierung genannt wird. Das hat aber nicht nur mit dem Internet zu tun, das hat auch mit einem Epochenwandel zu tun. Am Anfang habe ich meinen Roman über All'inizio ho scritto un romanzo su Milano, cioè
i miei vicini a Milano quando lavoravo come attivista politico. Aber dann habe ich gedacht, okay, genau, in Berlin hat dieses Prozess viel schneller und gewaltiger stattgefunden als in Mailand und irgendwo anders. Und natürlich ist jetzt das Buch über Berlin, aber das ist nur ein Fallstudium. Mhm. Und das... In questo caso forse c'è qualcosa di generazionale, perché io trovo che mi sembra di appartenere a una piccola fetta di generazione che ha vissuto tra me. Io sono cresciuto negli anni 90. Ich bin in den 90er Jahren groß geworden. Ich sehe mich also ganz gut wiedergegeben in diesen Geschichten, in den Erzählungen über die Jugendlichen der 70er, 80er, 90er Jahre. Da finde ich viel von mir wieder, bestimmte nicht erhältliche Dinge, zum Beispiel eine Schallplatte, die du dann hegst und pflegst wie einen Schatz, weil du weißt, du findest sie nicht mehr, die geheimnisvolle Stadt. Du verirrst dich zum ersten Mal, wo du in diesen Stadtbezirk kommst. Das gibt es seit jeher. Aber heute ist das anders. Heute findest du alles im Internet. In Google Maps findest du natürlich alles schon mundfertig zubereitet. Das ist natürlich toll einerseits. Das hat aber auch zu tiefen Wandlungen geführt. Es gibt eine bestimmte Generation, also diejenigen, die in den 80er Jahren geboren sind, die haben noch in beiden Welten gelebt. Ich zum Beispiel. Deswegen habe ich mich auch so für diesen Unterschied interessiert. Ja. Ja, okay. So. Aufhören? Also fast, ich weiß nicht. Naja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr über die Generation und auch mehr über Berlin sprechen. Also diese, aber jetzt habe ich tatsächlich, fehlt mir so ein bisschen der Faden. Ja, genau, die über Berlin mit diesem, also dass das wie so ein langer Erasmus-Aufenthalt ist. Als du das gesagt hast, habe ich daran gedacht, kennst du den Song Hotel California? Da geht es eben um diese, also um dieses Phänomen, dass sich eine Generation und wie jeder Mensch, gesundes soziologisches Gespür hast du auch eine gewisse Aversion, über Generationen zu reden, weil irgendwann wird es tatsächlich auch leer, über Generationen zu reden. Aber Hotel California, ja, dass es so eine Environments gibt, in denen man es sich bequem macht. Es beschreibt übrigens auch Herr Lehmann, also der Roman von dem Sven Regner, ganz gut, also dieses Kreuzberg der 90er Jahre, das hat auch so ein Hotel California war. Berlin hat sich in den letzten 15 Jahren verändert. Also ich weiß noch, dass ich vor 15 Jahren über Berlin geschrieben habe, dass Berlin eine Stadt ist, wo du mit wenig Geld gut auskommst und dass es deshalb eben auch junge Menschen anzieht. Ich habe da eher auch an Studenten gedacht, ja, also dass du eben, und dass sie auch immer Berlin dankbar dafür sein werden, dass sie eben in Berlin, nach Berlin kamen und da was werden konnten. Heute ist es nicht mehr so. Also Berlin ist nicht mehr eine Stadt, wo du mit wenig Geld auch noch gut über die Runden kommst. Jetzt brauchst du Eltern, die dir was zuschießen, wenn du in Berlin über die Runden kommen willst. Und deshalb muss ich sagen, das, was in deinem Buch steht, es stimmt alles und es kotzt mich so an, weil du so recht hast mit dem, was du beschrieben hast. Also dass da, also diese Gentrifizierung auch in den vielen Details, also was da jetzt hier für eine vegane Konditorei und oh, und toll. Ja, also ich weiß immer noch, zu welchem Schuster ich meine Schuhe bringe, aber da kostet es mittlerweile auch dreimal so viel wie vor 15 Jahren.
und ich weiß warum. Also das ist wirklich alles ganz toll beobachtet und benannt und beschrieben. Und da eben jetzt auch mit dieser, ich habe es immer nur beobachtet, aber durch deinen Roman habe ich da eben auch diese, sag ich mal, diese soziale Untergrundströmung eben dieser digitalen Nomaden und dieses Stilbewusstsein, was ich beobachte, aber ich habe den Zusammenhang nicht herstellen können. Und das verdanke ich deinem kurzen, konzentrierten Roman. Und ja, und dann deshalb kann ich auch nur sagen, wenn Sie verstehen wollen, was in dieser Stadt vorgegangen ist, dann kommen Sie nicht darum herum, dieses Buch zu lesen. Grazie. Wollen wir noch weitermachen? Oder Vincenzo, wollen wir die Leute wirklich mit dieser Botschaft entlassen, mit so einer Merkantil? Nee, das können wir doch nicht machen. Oder? Nee, das ist Sie können jetzt auch einfach rausgehen, das Buch kaufen. Viel sind nicht da, habe ich gesehen. Also gehen Sie, schlagen Sie sich um das Buch und dann warten Sie, wir bauen hier ganz kurz um und dann kriegen Sie ein Glas Wein und ein bisschen Prosecco. Ich würde Sie jetzt bitten, einen tosenden Applaus fürs Podium und für Herrn Hampel. Danke. Auch mit dem Switchen, das war... Vielen Dank. Der macht so diese europäische Verständigung möglich. Grazie di cuore. Und jetzt lade ich Sie gleich ein. Sie müssen uns ein bisschen Zeit geben, dass wir die Stühle wegräumen. Und dann kommen Sie zu uns und trinken noch ein Glas. Schön, dass Sie da waren. Danke.